Probe der ukrainischen Konzertbrigade. Sie sind aus der Heimat geflohen und haben zusammen einen Weg gefunden, auch in Deutschland Musik zu machen. Mit ihren Auftritten setzen sie ein Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden. Als alle diese Musiker nach Hamburg kamen und nach Schleswig-Holstein, die waren alle ein bisschen verloren und sie haben sich bei der Bühne gefunden. Weil das ist ihr Beruf, das ist ihre Sache, was sie gut machen können. Auf der Bühne haben sie das Gefühl bekommen, dass sie zu Hause sind. Also Bühne ist sozusagen zu Hause. Und wenn wir diese ukrainischen Lieder singen, dann manchmal sind meine Augen feucht, das ist schon berührend. Auf Benefizkonzerten spielen sie vor allem ukrainische Lieder und sammeln Geld für den deutsch-ukrainischen Verein. Teilweise mehrmals im Monat finden sie so die Bühne, die ihnen weggenommen wurde. Dieses Gefühl bei der Bühne ist total wichtig, dass wir gemeinsam wie ein Organismus funktionieren bei Liedaufführung. Wir spüren einander, wir hören, wie wir spielen, und dieses Gefühl, das gemeinsame Gefühl, das verbindet auch uns durch die Musik auch. Nicht nur durch, dass wir alle gute Menschen sind, natürlich sind wir tolle Menschen, klar, aber auch Musik verbindet. Mittlerweile ist die Gruppe zu einer kleinen Familie geworden. Viel sprechen sie über den Krieg. Gemeinsam wird gekocht und gegessen. Und so verbringen sie auch neben der Musik viel Zeit miteinander. Alle unsere Konzerte, das ist Liebe zur Heimat, das ist Leid über unsere Heimat, das ist unsere Energie, die wir in das Universum schicken, und dass wir Leute sozusagen Sympathie von Zuschauern entwickeln für die Ukraine. Das ist auch wichtig. Solidarität. Also für unsere Konzerte, zu unseren Konzerten kommen natürlich Leute, schon, die schon diese Solidarität haben. Und wir verstärken dieses Gefühl. Ein Blick zurück ins Heimatland ist zurzeit nicht möglich, weil unklar ist, wie sich die Lage in der Ukraine entwickelt. Ob die Leute hier bleiben oder fahren wir sie zurück nach Ukraine, das ist alles offen. Also nach Ukraine momentan ist gefährlich jetzt. Ich glaube, dass viele träumen davon, dass sie zurück nach Ukraine kommen, aber momentan ist es einfach nicht möglich, und deswegen erstmal bleiben sie hier. An den Tisch bringt Marina Chachapuri, eine osteuropäische Spezialität aus Blätterteig und Käse, zusammen mit Fisch. Mit dem gemeinsamen Essen wird ein erfolgreicher Tag beendet und der Weg der Konzertbrigade Ukraine geht weiter.